Der Schlüssel der Herausforderung ist, dadurch, dass wir in IEC ein Konsensprinzip haben, das heißt, wir wollen alle Mitglieder und Mitgliedsstimmberechtigte auf unserer Seite haben, dass wir erst Überzeugungsarbeit leisten müssen, was über Jahre hinweg passieren müsste und somit einen Normentstehungsprozess von 3 bis 5 Jahren haben. Und das kann gerade bei modernen Technologien schon entscheidend sein. Interoperabilität ist wichtig für die Energiewende, denn Funktionen müssen zusammenarbeiten. Und sie arbeiten nur dann zusammen, wenn sie auf eine gemeinsame Basis zurückgreifen können, die sich sowohl auf Protokollebene als auch auf Modellierungsebene abspielt. Ich denke, aus meiner Sicht ist der Innovation Campus wichtig, weil wir als Mitarbeiter an der Normung auch mal ein Feedback von Anwendern und Herstellern gleichermaßen bekommen und das durchaus auch in die Normung einfließen lassen können.